So, wie ihr ja schon im Hintergrund seht, hat Google heute ein spezielles Logo, ein Doodle so genannt, Google Doodle, und zwar zum Jubiläum vom 200 Jahre alt wäre heute der George Boole geworden. Der ist einer, der ein Mathematiker, der viel für die Logik geleistet hat. Und da sieht man es gerade symbolisiert. Man wechselt hier Wert für x und y durch. Und dann werden die Buchstaben von Google farbig, die jetzt wahr sind. Genau, ich habe das sehr cool gefunden, weil ich jetzt erst gerade ein Video über Logik gemacht habe. Und das ist genau da. Das sind die Implikationen nicht, aber das ist gleich. Die Implikation ist ja nur für Mathematiker wichtig und nicht für Stromer. Ja. Aber das sind sicher mal die einfachsten Funktionen und die ist auch okay, dass man die bringt und die Implikation nicht. Ja. Ich würde jetzt gerne gerade noch schnell anschauen, wie das funktioniert. Ich habe da eine kleine Präsentation gemacht. Und zwar das erste Bild ist da, Google. Beide Sachen sind schwarz. Und da heisst x und y sind beide falsch. Ich habe es da oben einmal aufgeschrieben. X und y sind falsch. Da heisst x and y. Ich habe da mit dem kleinen Häkchen geschrieben. Ist falsch und XOR ist auch falsch. XOR ist, dass eins von beiden, aber nicht beide richtig sind. OR ist, dass eins von beiden richtig ist. NOT ist, dass eins nicht richtig ist. Genau, die sind beide wahr. Dann gehen wir zum nächsten. Jetzt ist nur Y wahr. Das heisst, beide sind immer noch nicht wahr, aber einer von beiden ist wahr. Dann das OR ist wahr. Das Not Y ist nicht mehr wahr, weil Y ist ja wahr, dann heisst nicht, Y ist nicht wahr. Und X, nicht X ist immer noch wahr. Jetzt nur X ist wahr. Da ist noch vorne genau das gleiche. Und hinten ist jetzt einfach Not Y wahr und Not X ist nicht mehr wahr. Und jetzt sind beide wahr. Das heisst, das End ist jetzt endlich mal wahr. Und es XOR nicht mehr. XOR heisst, dass einer von beiden richtig ist, aber nicht beide. Jetzt sind beide wahr. T steht für True, T oder W. Ja. Da können wir beides schreiben. Und das OR ist wieder wahr und Not sind beide nicht wahr. Genau. Da wäre da ein bisschen, da ist eben genau das, was ich erzählt habe. Einfach von Google jetzt als Doodle zeichnet. Ja.